Ich mag Erdbeere. Das würdest du auch mitnehmen. Das aber jetzt das Letzte, okay? Die packt dir den Einkaufswagen voll. Nee, das war das Letzte. Jetzt ist gut, Mäuschen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist die Luisa dran. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es für Melina und mich zum DM, denn wir brauchen so einige Sachen und wir haben da auch noch ganz tolle Coupons, die wir gerne einlösen wollen. Eigentlich wäre ja der Gianno heute dran, aber der Gianno, der möchte so gerne mit dem Papa Fußball spielen und deswegen hat der Gianno gesagt, Melina, geh du doch heute mit und beim nächsten Mal gehe ich mit. Melina freut sich umso mehr. Damit wolltest du spielen, dann gebe ich dir das gleich, wenn wir wieder zurück sind, okay? Gut, bist du bereit? Ich zeige euch eben, was ich anhabe. Und zwar ist das ein Einteiler, der ist richtig bequem. Darauf habe ich einfach nur weiße Schuhe. Mein Turnbeutel habe ich auch schon auf. Und dann können wir jetzt losgehen. Wir sitzen im Auto und fahren jetzt los. Ja, Melina wollte unbedingt einen neuen Labello haben. Sie hatte nämlich so ein Labello, halt, ne, um die Lippen zu pflegen. Und den hat sie schon länger jetzt. Da war eine Mini-Maus drauf, total süß. Und sie hat ihn so hoch gemacht, dass beim Draufmachen ist halt, ja, der Labello abgebrochen, ja, in zwei Teile. Und da hat sie geweint. Und den konnte man natürlich auch wieder dran machen, ne. Sieht dann nicht immer so perfekt aus, aber es funktioniert ja noch. Das fand sie aber dann nicht mehr toll. Das wollte sie jetzt nicht mehr. Ja, gucken wir gleich nach einem neuen, okay? Ne, Melina? Redest du heute nicht? Milch kaufen wir für Luisa und wir brauchen unbedingt eine neue Zahnbürste für Gianno. Ich weiß nicht, was der mit der Zahnbürste macht, aber die gehen immer so, eigentlich müsste ich euch das zeigen, so auseinander. Der Kopf, ja, der geht so auseinander. Ich weiß nicht, wieso. Ich kaufe immer zur selben Zeit für Melina und für Gianno eine und ich wechsle die ja immer regelmäßig. Nein, da darf man nicht drauf drücken, sonst rollt das Auto nach hinten. Und ja, von Melina sieht noch so einigermaßen top aus. Und von Gianno, die sieht einfach nicht mehr, also wirklich nach einer Woche, ne? Sieht die einfach, die geht so auseinander, die Haare, die von der Bürste. Ganz komisch. Na, wir fahren jetzt los. Was möchtest du denn? Da auf dem Pferd oder was? Dann los. Gucken wir jetzt nach Sachen für die Luisa? Melina? Komm, man muss einmal drumherum. Kommst du mit? Oh, muss für die Luisa Sachen einkaufen. Das ist ja süß. Das ist süß. Guck mal, Melina. Schön? Soll ich für die Luisa mitnehmen? Gut, ne? Mal weiß gar nicht. Ja, nur eine andere Größe, ne? 7,90 Euro. Voll süß. Und die Hose auch. Was ist das? Nehmen wir auch mit. Was? Ne, das ist auch viel zu groß. Melina meint, nehmen wir auch mit. Für dich, oder was? Das. Findest du das schön? Das würde dir passen, die 104. Oh ja, das ist eine tolle Farbe. Das ist aber zu klein für dich, aber für die Luisa gut. Ich finde die Farbe ganz toll. Ja, wir haben ja schon was für die Luisa, ne? Aber die ist noch klein, das wäre 4 Monate gewesen. Die ist ja ganz süß. Was denn? Das möchtest du haben? Die hast du früher immer ganz gerne gegessen. Die hier? Mhm. Wenn du das möchtest. Die möchtest du essen? Okay, aber nicht jetzt. Genau. Noch was?
Zeig mal. Mhm. Noch was? Das die magst du ganz gern, diese Maisstangen. Das mag ich. Das, was ist das? Zeig mal. Apfel und Mango. Mango magst du überhaupt nicht. Meinst du, das schmeckt dir? Das kann ich mir vorstellen. Käse. Käse-Mais. Das mag ich. Das magst du auch. Ja, die meinte ich doch eben. Auch mitnehmen? Dann mach in den Einkaufswagen. Melina will alles mitnehmen, ne? Hm? Ich mag Erdbeere. Das willst du auch mitnehmen. Das ist aber jetzt das Letzte, okay? Die packt dir den Einkaufswagen voll. Nee, nee, das war das Letzte. Jetzt ist gut, Mäuschen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist die Luisa dran. So, stehen geblieben. Jetzt holen wir für die Luisa Milch. Das ist Kellogg's Müsli. Gucken wir erstmal, welches wir brauchen. Wir haben jetzt 4 davon mitgenommen. 5,25 Euro. Ich bin mir sicher, die sind teurer geworden. Ich glaube, die haben nämlich vorher auch 4,95 Euro gekostet. Aber gut, brauchen wir ja, ne? So ist es. Melina möchte gucken, wie groß sie ist. Du stehst aber falsch. Ich muss hier dran stehen. Hier mit dem Kopf. So. 1 Meter? 1 Meter. Spider-Man. Was willst du? Spider-Man Fasano. Du kannst so eins mitnehmen, wenn du möchtest. Wie viele sind hier drin? Ja, ach, guck mal, wer da drauf ist. Damit Fisch. Haben sie dich immer, ne? Fisch. Damit haben sie dich immer. Das gucken wir mal hier eben, was das für eine Aktion ist. Schau, wir gehen hier lang. Ist heute so leer. Melina hat sich jetzt hier für die entschieden. Da ist einmal die Sky drauf. Pink. Muss mal pink sein, Melina. Kannst dich nicht entscheiden, ne? Mama, guck mal mit. Vielleicht so eine ganz normale, ohne Schnickschnack. Welches willst du denn jetzt? Das mit Banane? Das da lieber. Die Kokos. Dann nehmen wir das. Mach das bitte bei dir rein. Ich wollte hier das mal getestet haben. Nehme ich mal mit. Warte. Komm aus. Hab was mit Kokosnuss entdeckt. Oh mein Gott. Lippen. Melina legt es schon in ihren Einkaufswagen. Gut, dann nehmen wir das auch mit. Richtig cool. Testen wir. Ich, nicht die Kleine. Hier darfst du dir eins aussuchen für uns. Gehen wir dann baden? Gehen wir zusammen baden? Ja? Was hast du denn da jetzt ausgesucht? Badesalz? Das willst du? Meinst du? Und da oben hast du ganz viele. So, Melina ist jetzt auf meinem Schoß. Dann such mal aus. Guck mal, hier die Reihe. Das will ich. Nee, so eine Badebombe nicht. Hier so ein Tütchen. Das. Das? Das willst du? Okay. Gehst du mit Mama baden? Ja? Flamingo brauche ich nicht. Was brauchst du nicht? Flamingo? Da ist ein Flamingo. Guck mal, da ist eins. Das möchtest du nicht? Okay. Nee, eins reicht. Ich habe hier was Interessantes gefunden. Eukalyptus. Das ist cool. Das würde ich gerne mitnehmen. 4,95 Euro. Dann komm.
Die sehen immer so gut aus. Riesepuke wie ich. Ja, war mir klar. Das willst du? Das magst du ja. Dann komm, mach dir das auch noch rein. Hier, die kann ich nur empfehlen. Die sind richtig gut. Das sind Haarkuren. Für Mama, ne? Richtig gut finde ich die. Hier, so eine weiße können wir auch mitnehmen. Ja, nehmen wir auch. Der ist richtig schön, aber jetzt haben wir ja schon eins. Die brauchen wir aber nicht. Komm, wir gehen zur Kasse erstmal. So, ihr Lieben, wir sind wieder im Auto. Melina hatte sehr viel Spaß. Mache ich sofort. Die hätte am liebsten ja alles gekauft. Wir stehen vor der Garage. Ich werde das Auto nicht reinfahren, denn es hat geregnet. Und sonst wird der ganze Boden da drinnen nass. Deswegen lasse ich es diesmal draußen. Melina hat sich schon abgeschnappt. Sehr gut. Wollte euch noch ein bisschen was erzählen, aber das mache ich gleich in Ruhe. Wir gehen jetzt rein, ne? Melina möchte nämlich schon reingehen und deswegen... Du bleibst sitzen, Mama kommt dich von der anderen Seite rausholen, ja? So, wir sind drin. Was gibt es? Was sagst du? Bolognese machen wir? Okay, ich bin kurz hier nebenan. Also wir haben alles bekommen, was wir wollten. Wichtig war einfach nur, dass wir die Zahnbürste kaufen. Ja, sie wollte unbedingt ein Labello und die Milch für die Luisa. Melina möchte was haben von diesen Maisstangen. Ja, Melina will direkt was haben von dem, was wir gekauft haben. Genau, was ich erzählen wollte zu den Coupons. Und zwar, ich mache eben mal die App. Also ihr findet auf die DM-App, also bei mir gab es einmal ein Coupon. Was habe ich jetzt eingelöst? Bei BH Cosmetic habt ihr auf Pinsel und auf Paletten 20% bekommen. Auf jede. Genau, bis zum 31.07. Diese hat aber nicht jeder auf seinem, ja, auf seiner App. Das ist immer unterschiedlich. Die passen das immer an die Person an. Also die schauen immer, was kauft ihr ein und dann wird das halt angepasst. Aber ich meine, dass dieser Coupon eigentlich fast jeder haben müsste. Und dann gibt es hier auch zurzeit noch ganz viele Coupons mit 33 Fachpunkte. Ich habe nicht alles benutzt, deswegen kann ich euch hier einige zeigen. Ich zeige das jetzt einfach mal so mit meinem Smartphone. Seht ihr das? 33-fach, 33, 33. Und zwar ja, Haarpflegeprodukte und Farbe, Haarfarbe, Kauf von Wasch- und Reinigungsmittel. Haarpflege hatte ich gesagt. Achso, und dann gibt es noch... Ich meine, nee, ich hatte den schon aktiviert. Heute habe ich nämlich noch... Moment, das müsste aber hier drin sein. Ich schaue einmal nach. Ich habe nämlich auf meinem ganzen Einkauf, ist jetzt leider nicht hier drin, weil ich ihn aktiviert hatte und benutzt habe. Ich habe auf meinen ganzen Einkauf 30-fach Punkte bekommen. Das ist heftig. Und zwar gab es einen Coupon, den müsste auch eigentlich jeder haben. So, wenn man so und so viel kauft, also bis, dann kriegt man 15-fach Punkte drauf. 20-fach Punkte bei dem bei der Ausgabe und dann gab es halt noch diesen 30-fach Punkte, ich glaube ab 70 Euro oder was, dann kriegt man den und deswegen richtig gut, ich habe 30-fach Punkte bekommen, ich habe meine Quittung jetzt hier nicht, habe ich im Auto liegen gelassen, weil ich da halt geguckt hatte und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das jetzt waren, aber es waren enorm viele, echt mega. Ja, bezahlt habe ich dann mit einer Gutscheinkarte, die ich noch hatte, sonst hätte ich mit den PayPack-Punkten bezahlt, da habe ich nämlich auch ganz viele noch, also die müssen auch mal eingelöst werden, aber irgendwie komme ich gar nicht dazu, weil man auch irgendwie so ganz viele Gutscheine hat noch von Luisa von der Geburt und deswegen müssen die erstmal weg. Genau, das war es auch schon zu den Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schmeckt's? Melina ist schon am Essen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Tschüss.